Hey Clasher, ich hoffe, die meisten von euch hatten sehr viel Glück beim Öffnen ihrer Kisten. Und ich würde sagen, auch meine drei Kisten wollen erspielt werden. Und dafür gehen wir direkt rein mit den Angriffen. Ich bin auch weiter bei Superhexen hier auf dem Account. Und ich würde sagen, das heißt, erster Angriff, Abfahrt, let's go. Und was bekommen wir als erstes? Natürlich, dadurch, dass wir direkt auf drei Sterne gehen, heißt es für uns, es ändert sich an sich nicht großartig etwas, dass wir irgendwie auf bestimmte Gebäude hier gehen müssen, wie zum Beispiel hier. Auch wurde bereits das Feedback weitergeleitet. Es ist ab und zu passiert, dass zum Beispiel diese Kisten hier vor den Inferno-Türmen vorhanden sind, sodass man nicht sieht, was für eine Einstellung der Inferno-Turm hat und so weiter. Wurde bereits weitergeleitet. So, aber jetzt für uns. Was machen wir hier? Sind hier Tesla? Ich würde sagen, wir testen ganz kurz im Barbar. Ist irgendwas? Ein Tesla ist vorhanden. Das kann man normalerweise noch rausbekommen. Das geht noch klar. Und dann machen wir einmal unsichtbar, unsichtbar, Erdbebenzauber, Abfahrt und ja, das sieht man doch gerne. Richtig schöner Feuerball. Einiges hier rausbekommen. Heißt natürlich hier schon mal ein Druide mit dazu, dass der ein bisschen arbeiten kann. Hier haben wir einen Single-Inferno-Turm. Das ist perfekt für uns, weil das heißt, wir haben einen Skelettsau mit dabei. Absolut perfekt. Tipptopp für uns. Ich würde behaupten, Königin einmal kurz hier mit dazu. Mauerbrecher. Der geht perfekt an die Mauer, wo wir ihn hinhaben möchten. Wenn das Skelett aber einmal dabei. Headhunter. Bisher sieht alles absolut perfekt aus, muss ich gerade mal so sagen. Bisher sieht absolut alles sehr, sehr schön für uns aus. So, Klarburg kommt raus. Ist so eine, ja, Bogenschützen, alles möglich. Klarburg ja so relativ standardmäßig. Röstelchen hier mal kurz mit draufgepackt. Und der nächste Mauerbruch sollte auch klappen. Beziehungsweise, nutzt den für die... Ah, die Königin läuft rein. Halt, stopp. Nein, das sollte so nicht sein. Egal, wir nutzen als nächstes auf jeden Fall noch nicht den Mauerbruch oder ähnliches, sondern ich glaube, wir nutzen einfach gleich direkt den König, sobald er das auch ein bisschen weiter hier reingefuchst hat. Und zwar jetzt. Ah, machen wir einfach jetzt. Das macht da schon mal schön viel auf. Wunderbar. Weitere Druiden hinterher. Hier natürlich wieder reingehauen. Das Ganze sprungt aber damit dazu. Königin. Wir können jetzt auch mit dem Erdbebenzauber arbeiten. Hier sind sogar mehr Tester gewesen. Besser für uns. Haben wir halt eben weniger auf der Seite gehabt, wo am Anfang wir reingegangen sind. Nächste hier, wieder ein paar Druidenjoten mit dazu. Gladiatorin außen hier mit dazu. Königin macht hier weiter ihr Ding. Wunderbar. Frostzauber haben wir gleich auch noch, um die gegnerische Königin mit dem ganzen Zeug einmal kurz einzufrosten. Und das sieht auch bisher schon mal absolut tipptopp aus. Babydrache haben wir auch noch. Hier unten können wir noch Magier platzieren. Mauerbrecher, damit unsere Truppen wieder rauskommen. Babydrache noch irgendwo mit dazu. Und das heißt für uns, jawollo, drei Sterne. Und damit haben wir auch die erste Kiste doch geholt. Ist die hier oben drin? Das ist das letzte Gebäude. Oh, das müsste hier oben drin sein, oder? Genau, das heißt, die Kiste haben wir jetzt auch. Ich habe mich gerade schon gewundert. Normalerweise wird die Kiste ja immer angezeigt unten. Nun gut, gucken wir, was wir drin haben. Und was haben wir jetzt hier drin? Ich hoffe, was ist drin? Verdammte Axt. Ich hätte jetzt auf Erz oder sowas gehofft. Das Problem ist, weswegen ich mir so semi nur drüber freue, ist, obwohl ich auf einem zweiten Account bin, habe ich auch noch einiges an Bauarbeitertränken. Für alle, die sich jetzt wundern, ich werde natürlich nicht meine 85 Bauarbeitertränke verkaufen, um diese jetzt hier zu verkaufen. Für alle Leute, die ein volles Lager haben sollten und sich hier diese Items nicht irgendwie, ja, nicht wirklich was damit anfangen zu wissen, nach der Zeit, dass das hier abläuft, das heißt nach den 23 Stunden und 59 Minuten, ist es so, dass sie automatisch verkauft werden. Das heißt, keine Angst, hier steht jetzt kein Verkaufsknopf oder ähnliches. Das passiert automatisch, sobald die Zeit abläuft. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich selber habe mich auch schon am Anfang dort gewundert. Viele Leute haben mich auch schon gefragt, warum es hier keinen Verkaufsknopf gibt. Das ist der Grund. Sobald es abläuft, wird es automatisch in Juwelen umtransformiert und dann halt eben euch gut geschrieben. Aber wir haben ja gerade mal nur die erste von drei Kisten. Ich würde sagen, nächster Angriff, Abfahrt. Nächster Angriff. Oh, ich glaube, das ist exakt. Ich glaube, Garku hat eine ganz, ganz ähnliche Base benutzt. Aber egal, wie machen wir das? Normalerweise gehe ich ja gerne von der Adlerseite rein, aber ich glaube, hier wird es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Wuttürme sehen echt unangenehm aus hier im Zentrum. Aber wie mache ich das Ganze? Wir können auf jeden Fall für einen billigen Feuerball hier gehen und ich glaube, das mache ich auch wieder hier. Aber dann gehen wir in eine echt breite, aufgebaut. Boah, wir machen das ein bisschen anders. Ich glaube, wir machen den Feuerball hier hin. Heißt, sowas in der Art. Feuerball, Abfahrt und let's go. Jetzt dann die Königin hier mit dazu. Superhexen. Dann, wobei ich mache erstmal die Mauerbrüche, glaube ich. Das heißt, eins, zwei.
Okay, nächster Mauerbrecher hier. Königin noch mit der Baracke hier mit dazu. Aber ansonsten so... Oh nee, der König läuft nicht rein. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Mehr Druiden mit dem Wut... Turm, Zauber, Gedöns, ja, alles ist aber sonst ein bisschen schwierig. Wobei, jetzt sind wir den König und damit kriegen wir alles auf. Oh mein Gott, das ist sogar, glaube ich, noch wesentlich besser, als ich dachte. Das ist auf jeden Fall also richtig, richtig schmackhaft. Unsere Hexen arbeiten erstmal gegen die ganzen Eisgolems, gar kein Problem. Wir können gleich die Gladiatoren bei dem Adler nutzen, wobei da kommen meine Hexen theoretisch auch dran. Das heißt, aber ich nutze lieber hier oben, um alles wieder zurück reinzudrücken. Ein paar weitere Druiden hier mit dazu. Wutzauber platziert. Und den Sprungzauber setzt man hier auf die linke Seite. Frostzauber einmal kurz hier. Das Rathaus noch mit erwischt, sehr schön. Die nächsten Druiden auch schon mal von der unteren Seite angewinkelt, dass sie nicht auf die Wurzelreiter hoffentlich gehen. Das ist zumindest hier meine Traumvorstellung gerade so ein bisschen. Gladiatoren hier oben noch. Ja, noch Unsichtbarkeitszauber für die Gladiatoren. Sind hier Wut? Oh, das tut weh. Autsch. Und damit sind unsere kleinen Schweinchen auf jeden Fall weg. Gladiatoren ansonsten immer noch guter Dinge. Unsichtbarkeitszauber mit dazu. Gladiatoren. Können wir die nochmal unsichtbar machen? Wissen wir, glaube ich, gerade gar nicht. Frostzauber. Und es scheint auch hier wieder die letzte Box zu sein. Wie viel Pech habe ich denn hier auf dem? Das macht jetzt für unsere Angehörigen nicht wirklich viel Sinn. Also, nicht wirklich viel Unterschied. Das ist, glaube ich, eher das bessere Wort. Sinn hat, mit Sinn hat das nicht wirklich viel zu tun. Aber ja, scheint immer das letzte Gebäude zu sein für die Kiste. Aber gut, das heißt, dritter Angriff, dritte Kiste. Was haben wir jetzt hier uns verdient? Das ist die große 1-Million-Dollar-Frage. Es sind zwei Baubetränke, sind 20 Gems. Das ist, glaube ich, etwas weiteres, was viele irgendwie noch ein bisschen missverstanden haben. Es soll jetzt nicht bei jeder Truhe irgendwie sein, dass ihr 10.000 Skins oder sowas bekommt. Es ist einfach nice to have nebenbei ein paar Skins oder ähnliches. Wenn ihr euch überlegt, Free-to-Play, wie viel normalerweise ihr dort bekommt an Skins und so, sind 20 Juwelen mit einer Kiste oder sowas auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Hier bekommen wir jetzt Elixier, was am Ende uns nicht wirklich viel bringt, da der Account Max ist, aber das ist eine weitere Sache. Als Max-Account oder als Spieler mit auch hier, was die magische Items angeht, sehr, sehr gut aufgeladen. Ja, das ist halt eben, da muss man so akzeptieren, nicht wahr? Das ist halt nicht unbedingt dann für uns gemacht, sag ich mal, das ganze Event. Aber dennoch ist halt eben ein kleines, nices Gimmick. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt weiter so durchziehen können. Ich würde sagen, wir machen noch einen weiteren Angriff, um die dritte Box zu bekommen. Ja, der Tag hat in der Defensive gut angefangen und dann auch jedenfalls stark nachgelassen. Aber das heißt, ich warte auf die Clanburg und dann gehen wir ein drittes Mal rein. Armee ist fertig und das heißt, letzte Kiste, ahoi, auf geht's, die holen wir uns jetzt auch noch. Und nächstes Dorf steht auf jeden Fall an. Was sind hier unsere Optionen? Wir können auf jeden Fall einmal hier für den Bogenschützenturm gehen, da kriegen wir einen Lufthelm plus einen X-Bogen zusammen. Ansonsten, ich glaube, hier auf jeden Fall könnte was gebaitet sein, es scheint recht offensichtlich zu sein. Oder machen wir es dann trotzdem einfach? Ich setze da ein Barbar erstmal und schaue, ob wirklich das Offensichtliche gebaitet ist. Gucken wir. Es ist nicht... Ja gut, dann nehme ich es mit. Ich dachte, es wäre gebaitet hier, weil das scheint ja offensichtliche Feuerball zu sein. Einmal kurz einen unsicher Zauber. Scheint ja offensichtliche Feuerball hier auf die, den Bombenturm zu sein. Nö, das nehme ich einfach mit. Okay, das heißt einmal so. Jetzt hier, sobald die Gladiatoren eben da ist. Und damit gehen wir nämlich jetzt einfach hier unten rein mit den Superhexen. Und dann können wir Richtung Zentrum weiterspringen. Erdbebenschuhe im Zentrum. Königin sorgt jetzt dafür, dass wirklich alles reinläuft. Und ihr seht bereits jetzt, das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht schlecht aus. Ich habe hier die Druiden ein bisschen spät gesetzt. Das heißt, mein Hex hat ein bisschen mehr Leben verloren, als ich mir würde oder hätte wünschen. Gewünscht hätte tun. Egal, wisst, was ich meine. Jetzt der Sprung aber Richtung Zentrum. Hier spielen wir auf jeden Fall die Mauerbrecher. Ihr müsst bei dieser Strategie auf jeden Fall auch mit den Mauerbrechern haushalten. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ihr den auch für die sehr, sehr gut für die Könige benutzen könnt. So kann ich zum Beispiel, glaube ich, hier links reinbrechen. Genau, dass halt eben meine Päcker und Koda hier in das Dorf reinkommen. Ein Magier hier links. Und jetzt geht es natürlich weiter in das Dorf rein. Haben wir zwei weitere Druiden auf jeden Fall. Ansonsten soweit so gut. Hier haben wir ganz kurz abgelenkt. Ist der Wutsau mit dazu. Und dann haben wir gleich die Königfähigkeit, sobald er reinläuft. Das heißt, er läuft durch den Sprungzauber jetzt zurück. Hier können wir gleich den nächsten Mauerbrecher spielen eben. Für meinen ganzen Push außen. König ist jetzt im Zentrum. Aufgemacht. Tipptopp. Sehr, sehr gut. Und das Dörfchen müsste eigentlich auf jeden Fall komplett hinüber sein, nicht wahr? Machen wir kurz hier zünden. Dann haben wir noch die Heiler auf jeden Fall am Start. Hier ungefähr den Wutzauber, glaube ich. Den Frostzauber damit dazu. Die Gladiatoren hier außen mit dazu. Und damit haben wir uns auch hier die nächsten drei Sterne auf jeden Fall verdient. Wenn man davon so sprechen möchte. Und scheint wieder das letzte zu sein. Was ist denn los hier gerade? Es ist immer das dritte Gebäude. Ich fühle mich verhohnepipelt hier. Was heißt das? Verarscht auf gut Deutsch. Frech. Sehr, sehr frech. Gut. Einmal gezündet. Frost.
Unsichtbarkeitszauber. Und damit haben wir auch das dritte, den dritten Angriff geschafft. Die dritte Kiste uns erspielt. Und da schauen wir uns auf jeden Fall jetzt noch an. Ich bin sehr gespannt. Vor allem auf dem Hauptaccount. Wenn ihr wissen wollt, was ich an Kisten auf meinem Hauptaccount bekommen habe, schaut gerne das englische Video. Ich musste leider eins und eins trennen, die Videos etwas. Das heißt, ich habe auch dort jeweils drei Angriffe gemacht und mir alles halt eben erspielt. Ich bin gespannt, was ich dafür bekommen werde. Denn der Account ist ja komplett max. Der hat alle Ausrüstungen, alle Skins, magische Items bis uns bis ins Unendliche, kann man so auf jeden Fall sagen, ins Unendliche gestackt. Deswegen, ich bin gespannt. Hier auf jeden Fall, okay, gewöhnliche Kiste, muss auch manchmal sein. Ja gut, das ist jetzt auf jeden Fall überschaubar gut, würde ich behaupten. Ja, nehmen wir so mit. Das heißt, wir haben auf jeden Fall am Anfang die bekommen, sind 20 Juwelen gewesen. Beim zweiten Mal hatten wir ein paar bisschen Elixier. Geht schlimmer, würde ich behaupten. Das dritte Mal mit Klangold war jetzt auch nicht unbedingt so die Creme à la Creme. Aber hey, wie gesagt, wenn ihr noch herausfinden wollt, was ihr auf meinem Hauptaccount bekomme, schaut gerne ins englische Video auf meinem englischen Kanal. Ansonsten natürlich hoffe ich auf jeden Fall, dass eure Truhen tippitoppi aussehen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder zurück zum nächsten Clash-Video. Bis dort rein und wie immer, tschö, tschö.